Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und wir sollten schleunigst das Gebäude verlassen mit Lisbeth. Nein, das ist nicht Lisbeth. Mit Lisbeth. Um den Turianer zu finden. Der Turianer, eine gefährliche pflanzenstrukturartige Masse, ein Gegner, dessen Ausmaß noch ziemlich unbekannt, aber auf jeden Fall gefährlich ist. Und irgendwo müssen wir hier, ich glaube, ist das die richtige Richtung? Sieht schon mal nett aus. Ich hoffe, dass die noch am selben Ort ist wie vorher. In dieser Grube, wo waren da die Warren? Das war ein anderer Ort, ne? Ja, wie kommen wir da hin? Ich habe immer das Gefühl, es war hier richtig, aber... Dieses Gebäude scheint dem Geht wichtig zu sein. Könnte es für sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Bei dem Geht verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Irgendwie muss ich da ja hinkommen. Da geht's nicht weiter. Oh, das ist ja aber auch ein Komplex, ne? Weißt nie, wo du lang musst. Ein schwieriges Unterfangen, nur zurückzukehren. Und da gibt es ja auch immer nur arme Millionen Stockwerke, ne? Ist auch so ein Problem. Oh. Noch eine Kiste. Ach komm! Hier ist das mit diesen Druckdingen gewesen. Das haben wir hier, Sackgasse. Hier war alles. Wo dann lang? Ich habe keinen anderen, also glaube ich zumindest keinen anderen Weg gesehen. Hier? Ich glaube, das Treppenhaus ist hier der Schlüsselpunkt. Da geht es nicht weiter, das ist der einzige Weg. So. Ach, ah. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Das Wichtigste erst. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Turianer, als sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geht angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Turianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Keine Sorge, ich glaube Ihnen. Sie haben getan, was Sie konnten. Ich werde Ihnen helfen, wenn Sie mir sagen, wo ich den Turianer finde. Der Turianer ist unter Sue's Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geht angriffen. Das ist eine kluge Entscheidung. Aber was wollen die Geht von dem Turianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Norman, die an Landetrupp. Kommen Sie rein. Ja. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geht-Geschwätz.
Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Oh, na toll. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Gar kein Problem. Wo ist sie denn? Ja, weg, ne? Ich komme mit Ihnen, ist weg. Oh, wo mussten wir lang? Ich sehe einfach richtig hier. Na wunderbar, irgendwas blockiert wieder unser Signal. Nee, hier war glaube ich falsch, ne? Hier ist Sackgasse, oder? Ist doch nix. Habe ich mich aber gut daran erinnert. Hier war Sackgasse. So. Da ist unser Auto, unser Marco. Aha. Ist auch immer noch unser Auftrag zu verschwinden. Mit den Flüchtlingen sprechen. Ja. Was ist das denn? Wir müssen zurück, glaube ich. Sie sagte ja auch, ja, wir müssen zurück und so weiter. Alter. Das ist so eine ekelhafte Steuerung, ne? Echt, als würdest du einen Schwamm steuern. Na, wunderbar. Sobald man auch einmal nämlich fliegt, das Ding geht einfach mal komplett aus der Steuerung. Oh Gott. Na gut. Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Was ist denn hier? Hier ist Juliana Bainham von der Ferros-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Ja, wie komme ich denn da hin? Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Hallo. Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Bleiben Sie da stehen, Commander. Dies ist ein Exogeny-Projekt. Daher habe ich hier das... Bleiben Sie ganz ruhig. Wir können darüber reden. Niemand muss verletzt werden. Sie verstehen es nicht. Es ist nicht ganz so einfach. Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Dies ist eine Menschenkolonie, Jong. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Spezies 37 etwa? Sie sind hinter der einzigen Sache auf Ferros her, die wertvoll ist. Dem Torianer. Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, Jong. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Ja. Ich kann das nicht zulassen. Sie sind zu weit gegangen. Das findet jetzt ein... Dann mal los! Wenn es denn so sein muss? Oh, war... Aber...
Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Keine Sorge. Ich kümmere mich erst um den Turianer und danach um ihre Sicherheit. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Turianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Das tut mir leid. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es. Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Wie mit einer Gasgranate? Kriege ich nicht auch davon was ab? Es klingt nach keiner besonders guten Idee, dort Nervengas freizusetzen. Es ist nicht waffenfähig. Das Insektizid, das wir im Labor benutzen, enthält Spuren von Tetraklopin, einem neuromuskulären Degenerator. Wenn ihr Nervensystem bereits geschwächt ist, könnte es sie lähmen. Eine modifizierte Granate dürfte für diesen Zweck ausreichen. Na gut. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Statten Sie Ihre Granaten mit dem Antiturianer-Gas-Upgrade aus. Danach können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne wir sie zu wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der... Sie würden da draußen problemlos über... Es ist bald soweit, nicht wahr? Vielleicht können wir unsere Freunde ja doch noch befreien. Ich muss ihnen helfen. Es ist meine Schuld, dass das passiert ist. Ja, das wäre kein Problem für Sie. Ja. Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Natürlich. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Okay. Klingt recht einfach. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Es ist nur gefährlich, aber nicht für jemanden wie Sie. Was haben Sie an sich, dass die Leute immer denken, wir mögen Schwierigkeiten? Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Und die Daten? Erzählen Sie mir von den Daten, die ich für Sie holen soll. Pläne für einige Mod-Prototypen. Ich arbeite als Freischaffender und einige meiner Mods sind sehr gefragt. Und warum sind Sie hier? Warum arbeiten Sie hier im Nichts, wenn Sie doch gebraucht werden? Vielleicht, weil mich die Grenze lockt. Außerdem ist mir die Alternative doch ein wenig zu sicher. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen, solange wir nicht auffallen. Und der Grund für den Angriff? Wissen Sie, wonach die Geth hier gesucht haben? Ah, das müssen Klügere als ich herausfinden. Ich habe keine Ahnung, was jemand mit dieser Ruine... Boah. Ich muss gehen. Denken. So, Führers Datenrettung, da muss ich ins Exogeny-Hauptquartier wieder. Das, Meine Worte. Ja. Wie sollen wir gegen so einen Feind... Gut, was tue ich denn jetzt? Nach Zeus Hope zurückkehren. Erstmal... Diese Leute hatten ihre Chance. Das ist mehr als andere bekommen. Erstmal müssen wir aber, glaube ich, zum Exogeny Hauptquartier für diese eine Mission. Weil... Ich will eigentlich nicht, Eigentlich nicht, Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Eigentlich will ich da nicht mehr nochmal hin, aber ich habe jetzt die Mission am Hals. Hätte ich das gewusst, dass ich zum Exogeny-Quartier muss, dann hätte ich gesagt... Ausnahmsweise. Ach komm, ich nehme die Mission nicht. So. Ah, so. Und wieder zurück. So. Das Ding ist auch nicht die Fahrt dahin, die stört mich nicht. Das Ding ist das da drin selbst, weil das einfach so mega umständlich ist, da irgendwas zu finden. Das ist so wie diese eine blaue Station in Mass Effect 2, eine der ersten größeren. So.
ist das Hauptquartier. Ach, was mache ich denn immer mit dem Rechtsklick? Und wo ist das hier? Rom untersuchen. Okay, befindet sich im Eisbergen Hauptquartier. Da steht nicht mehr. Ja, ist ja super. Irgendwie war ich hier letztens. Jetzt müssen wir dann nämlich nur noch irgendwie hin und ja, den Computer finden. Da ist nix. Natürlich. So. Ich finde, der verbraucht einfach diese Ausdauer so übertrieben schnell, ne? Okay, da ist etwas. Ist das das, was ich will? Oh, da sind die Daten schon. Nach ein paar Minuten Download haben sie Gabenhaus als Designdaten. Gut, das war zum Glück nicht so schwer. Den Weg zurück habe ich auch relativ im Kopf. Der war ja jetzt nicht zu kompliziert. Das ist halt immer das Problem in solchen kleinen Gängen, ne? Da weißt du dann halt nie, hä, war's da schon mal, war's nicht? Weil es sieht halt auch alles gleich aus. Und dann passiert das halt auch schon mal, dass du 10 Stunden in sowas rumhängst. Ja. Nur für so eine kleine Nebenmission auch noch. Weil ich will die ja machen, ne? Ich will ja solche Spiele, wenn schon, auch möglichst vollständig spielen. Nicht so, ja, Hauptstory straight, ne? Erstens macht man sich damit schwer. Schwere, ja. Wie wir in Mass Effect 2 gesehen haben, das war ja am Ende so leicht. Wir haben ja eigentlich so gut wie niemanden verloren. Und dann noch nur ist die Jack, glaube ich, ne? Und der Kampf, der letzte Kampf war ja sowas von einfach quasi, weil wir so alle Nebenmissionen gemacht haben, möglichst. Also eigentlich glaube ich schon so gut wie alles, ne? Deswegen versuche ich das hier auch. Ich merke schon, so ein paar Sachen weiß ich noch nicht, ob ich die schaffen oder machen werde. Also was wie dieser Citadel-Fan, ja, wie oft soll ich den noch ansprechen, ne? Aber halt sowas, da nehme ich mir dann halt mal die Zeit. Das ist dann halt eine Folge, so wie jetzt. Da sind wir jetzt gleich bei 20 Minuten. Dann halt so. So. War dieses Loch hier eigentlich schon immer? Frage ich mich. Gavin Hossel. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden und auf die OSD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Gerne, gerne, kein Problem. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das zu schätzen. Hier, das haben Sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Gerne, kein Problem. Ich würde sagen, wir machen dann noch einen Cut. Bis zur nächsten Folge.